Bei dieser Aufgabe sollen wir eine bedingte Wahrscheinlichkeit mithilfe des Satzes von Bayes errechnen. Wir haben das in der Vorlesung sowohl mit dem Satz als auch mit absoluten Werten kennengelernt. Denken Sie beispielsweise an die Aufgabe mit der Schmuggelware in den Containern am Hafen oder natürlich an das Taxiproblem. Und ich werde das jetzt hier mal alternativ mit den Pfaddiagrammen, mit den Faden lösen. Und Sie werden sehen, dass auch das eine Möglichkeit ist, so eine Aufgabe zu lösen. In dem Fall sogar eine ziemlich einfache. Schauen wir uns zunächst das Szenario an. Wir stellen uns vor, es gäbe einen neuartigen Gentest. Und mithilfe dieses Gentests könnte ich die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmen, dass eine Person im fortgeschrittenen Alter an Demenz erkrankt. Und die Sicherheit dieses Tests liegt bei 96%. Das heißt, wenn Sie diesen Test durchführen lassen an sich und Sie haben dieses Gen, dann wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 96% gefunden. Die Forschung geht davon aus, dass die genetischen Voraussetzungen für Demenz im hohen Alter so ungefähr bei 30% der Bevölkerung vorhanden sind. Das ist jetzt fiktiv, das habe ich mir für die Frage überlegt. Das ist also nicht wirklich so. Jetzt haben wir einen zufällig ausgewählten Patienten, der macht diesen Test und es wird ihm hinterher gesagt, er kann ganz beruhigt sein, er hat also dieses Gen nicht. Und die Frage ist jetzt, mit welcher Sicherheit darf er sich wirklich beruhigt fühlen? Also kann er davon ausgehen, der Test ist zu 96% sicher, damit ist es jetzt auch 96% sicher, dass er dieses Gen nicht hat und demzufolge auch nicht an Demenz erkranken wird. Und wie man das mithilfe des Pfaddiagramms ausrechnet, das schauen wir uns jetzt auf den nächsten Folien an. Grundsätzlich hat dieses Diagramm ja vier mögliche Pfade. Die Person kann das Gen haben, ja oder nein, und der Test kann ein Gen finden, ja oder nein, also entweder zu Recht finden oder zu Unrecht finden, aber das sind die vier Möglichkeiten. Die Person hat das Gen oder sie hat das Gen nicht und der Test sagt, sie hat das Gen oder sie hat das Gen nicht. Schauen wir uns mal an, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese vier Pfade eintreten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person über das Gen verfügt, liegt bei 30% und der Test würde es dann mit einer 96%igen Wahrscheinlichkeit finden, bedeutet dieser Pfad hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 28,8%. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person das Gen aufweist, der Test aber nicht anschlägt, liegt bei 30% mal 4%, das ist die Irrtumswahrscheinlichkeit dieses Tests, den ich durchführe, macht 1,2%. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person das Gen nicht aufweist, also 70%, nicht, der Bevölkerung haben ja das Gen nicht, der Test aber trotzdem anschlägt, also hier haben wir wieder die 4% Fehlerwahrscheinlichkeit, liegt bei 2,8%. Und der Pfad, der mit der größten Wahrscheinlichkeit eintritt, ist natürlich der, die Person hat das Gen nicht, 70% der Bevölkerung haben ja das Gen nicht und der Test schlägt auch nicht an deshalb, also 96% von 0,96 mal 0,7 bringt uns zu 67,2% Eintrittswahrscheinlichkeit für diesen Pfad. Jetzt können wir die Probe machen und die Eintrittswahrscheinlichkeiten für alle vier Pfade zusammenrechnen. Sie sehen, wir kommen auf 100%. Das passt. Wir haben also den Ereignisraum mit diesen vier Pfaden komplett abgedeckt. Welche dieser vier Pfade sind jetzt für unsere Aufgabe relevant? Wir wissen ja, der Test hat nicht angeschlagen bei der Person, also man hat der Person am Ende gesagt, sie hat das Gen nicht. Das heißt also, für uns ist jetzt dieser Pfad hier relevant. Die Person hat das Gen, der Test schlägt aber nicht an, 1,2% Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dieser Pfad, die Person hat das Gen nicht und der Test schlägt auch nicht an. Das sind 67,2% Eintrittswahrscheinlichkeit. Also, die dürfen wir addieren. Nicht? Da sind wir ja im horizontalen Bereich des Pfaddiagramms. Da dürfen wir immer die Eintrittswahrscheinlichkeiten addieren. Und wir kommen auf eine Gesamteintrittswahrscheinlichkeit von 68,4% dafür, dass am Ende so einer Untersuchung das Ergebnis steht, dass die Person den genetischen Defekt nicht aufweist. Und jetzt ist die Frage, ja, welcher Anteil dieser Tests, die so ein negatives Ergebnis erbringen, ist denn korrekt? Nicht? Und dafür können wir jetzt einfach die 67,2%, das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Pfad, bei dem die Person
das Gen nicht aufweist und der Test auch sagt, sie hat das Gen nicht, diese Eintrittswahrscheinlichkeit können wir ins Verhältnis setzen zu der Eintrittswahrscheinlichkeit beider Pfade, an deren Ende das Ergebnis steht, dass die Person das Gen nicht aufweist. Und wir kommen auf einen Wert von 98,2%. Der Patient kann sich also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sicher sein, das genetische Merkmal nicht zu besitzen. Sie erinnern sich, am Anfang der Aufgabe stand die Aussage, der Test ist zu 98% sicher, nicht? Und da es eine Aufgabe zum Satz von Bayes war, hätten Sie jetzt wahrscheinlich erwartet, dass die reale Wahrscheinlichkeit runtergeht, also dass der Test am Ende doch nicht ganz so sicher ist. Jetzt kommen wir aber auf 98,2%, also auf eine höhere Sicherheit, als sie der Test eigentlich insgesamt hat. Und die Frage stellt sich natürlich, warum ist das so? Nun, das ist so, weil ich hier nach dem Merkmal frage, das stärker verbreitet ist. Denken Sie an das Taxi-Beispiel. Da war es ja so, es gab ganz viele grüne Taxis und ganz wenige blaue Taxis. Der Zeuge hat aber ein blaues Taxi gesehen und ich wollte wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Zeuge recht hat. Oder denken Sie an das Beispiel mit der Schmuggelware in den Containern. Da gibt es ganz viele Container ohne Schmuggelware und ganz wenig Container mit Schmuggelware. Und jetzt schlägt der Detektor an und ich möchte wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass tatsächlich Schmuggelware sich im Container befindet. Hier frage ich jetzt nach der Wahrscheinlichkeit für die Merkmalsausprägung, die viel häufiger auftritt. Denn die meisten Menschen, 70% in unserem fiktiven Fall, haben ja dieses Gen auch tatsächlich nicht. Und jetzt sagt der Test, sie haben es nicht. Das ist so, wie wenn Sie bei den Containern einen Container scannen und in fast allen Containern ist keine Schmuggelware und jetzt sagt Ihnen auch der Scan, in dem Container ist keine Schmuggelware, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wirklich keine Schmuggelware drin ist, ziemlich hoch. Das heißt also, bei allen anderen Aufgaben haben wir immer nach der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Pfades gefragt, bei der es um das Merkmal, bei der das Merkmal am Ende identifiziert wurde und die Merkmalsausprägung, die viel seltener auftritt, nicht? Schmuggelware ist im Verhältnis zu Nicht-Schmuggelware im Container selten. Und die blauen Taxis sind im Verhältnis zu den grünen Taxis selten. Jetzt ist es hier so, dass am Ende unseres Tests ja das Ergebnis steht, die Person hat den genetischen Defekt nicht. Und das ist nicht die seltene Ausprägung, sondern das ist die Ausprägung, die am häufigsten zu beobachten ist. Deswegen kommt bei dieser Aufgabe ein bisschen was anderes raus. Das ist eine leichte Trickaufgabe, also nicht rechnerisch, denn Sie sehen, rechnerisch kann man sie relativ leicht lösen, sondern sie verwirrt einen möglicherweise, weil man bei den Aufgaben zum Satz von Bayes immer erwartet im Hinterkopf, dass die Trefferwahrscheinlichkeit des Tests, des Scans, des Zeugen, was auch immer, am Ende sinkt. Ne? Hier ist das jetzt nicht so, aber das liegt einfach daran, dass wir in dem Fall nicht das seltene Merkmal identifiziert haben in unserem Test, sondern dass der Test zu dem Ergebnis kam, dass die Merkmalsausprägung vorliegt, die eben sowieso viel häufiger auftritt. Das wäre so, wie wenn der Zeuge eben ein grünes Taxi gesehen hätte oder wie wenn der Scan am Hafen aussagt, dass in dem Container sich keine Schmuggelware befindet, dann ist es sinkt sozusagen die Trefferquote von diesem Test auch nicht radikal. Nicht? Das passiert nur, wenn wir nach den seltenen Merkmalsausprägungen suchen und nicht nach denen, die häufig auftreten.